Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Anno 2205. In den letzten Parts haben wir eine Seeschlacht gemacht, ein bisschen mit den Achtung, Sektormissionen mit bestimmten Verbrauchsgütern rumgespielt und heute würde ich fast sagen, machen wir jetzt hier in der Wirdischen Bucht weiter. Wir brauchen ja hier 50.000 Investoren, also back to the roots. Wir bauen ein paar Gebäude, wow, Arno mit Gebäude bauen. Und ja, versuchen uns hier die 50.000 Investoren hinzuzüchten. So, die wollen Luxuskost und Intelliware. Die beiden Sachen sind jetzt eher kein Problem. Bionische Erweiterung wird ein bisschen knackig, die brauchen wir vom Mond. Das heißt, wir werden heute unsere Bilanz kräftig rapen. So, als allererstes erweitern wir die Rinderfarm. Ich habe jetzt gerade keinen Plan, ob wir noch genug Soja haben. Ja, Soja haben wir sogar noch. Das heißt, wird hier jetzt erstmal ein bisschen erweitert. Scheiße, wegen der bekackten Mine kann ich nicht so erweitern, wie ich es gerne würde. Obwohl sie eigentlich schon einen Straßenanschluss hat, aber naja. Man kann ja nicht alles haben. So. Rind haben wir. Soja würde sogar noch gehen, aber wir sind jetzt hier erst einmal am Maximum. Okay. Dann gönnen wir uns ein kleines Schlückchen Wein. So, Wein, Wein, Wein. Das war hier irgendwo. Jawohl. Und natürlich die Erweiterungen dafür. Ja, das wird auf jeden Fall für unsere Bilanz jetzt nicht so gut. Aber mein, was sollen wir jetzt machen? Brauchen wir auf jeden Fall. So, wir haben jetzt ein bisschen Wein, ein bisschen Rindfleisch und können daraus ja prinzipiell schon mal Luxuskosten generieren. Allerdings würde ich sagen, hauen wir uns jetzt hier erst einmal noch ein bisschen mehr Wein hin. Nein, das wollte ich nicht, sondern hier. Eine Erweiterung, zweite Erweiterung, dritte und vierte. Somit sind wir jetzt hier auch wieder ziemlich rund unterwegs. Dann können wir hier eine Straße lang ziehen. Die können wir auch nach unten ziehen. Und hierhin. So. Dementsprechend haben wir jetzt gut Wein, gut Rindfleisch. Also fangen wir an, Luxuskost zu produzieren. Genau, und zwar kriegt das Ding ja die Erweiterungen. Ah, die waren so ein bisschen unförmig, wenn ich mich recht erinnere, genau. Die Geschäftserfolge nehmen zu. Rindfleisch und Wein gehen jetzt allmählich aus. Cool, wenn man die Dinger so dreht, dann kriegt man das tatsächlich quadratisch hin. Geil, also rechteckig. Okay, Rindfleisch fehlt uns ein bisschen. Und Wein fehlt uns noch ein bisschen. Aber ansonsten sind wir jetzt relativ gut dabei. Dann würde ich sagen, Soja haben wir sogar noch ein bisschen. Dann gönnen wir uns hier erst einmal eine weitere Rinderfarm. Schauen wir mal, wie viel Soja wir noch haben. 8. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel das verbraucht. Das verbraucht 6. Gut. Dann noch eine Weinmanufaktur. Ein Weingut. Und dem Ding können wir ja prinzipiell alle Module gönnen, weil das braucht ja keine externen Rohstoffe. So. Rindfleisch genug, Wein genug. Luxuskost, check. Bilanz geht auch hoch, sieht man. Okay. Ah, willkommen. So. Möchten Sie über etwas reden? Dann wollte der Intelliware. Oder die, besser gesagt. Die wollen Intelliware. Für Intelliware brauchen wir auf jeden Fall diese Flachsfasern. Und ich glaube, Chips, glaube ich, wenn ich mich recht... Mikrochips, genau. Gut, für Mikrochips brauchen wir auf jeden Fall eine Mine. Das ist klar. Die bauen wir gleich auch komplett aus. Das hat jetzt in der Bilanz wieder ein bisschen wehgetan.
3750, aber ist jetzt egal, wir brauchen's. Und Geld ist momentan, wie gesagt, nicht das große Problem. Hey, unser Kontolimit ist gestiegen, wir können 100.000 mehr aufnehmen, aber ja. Die Welt wartet nicht darauf, dass du sie veränderst. Stimmt. Triff deine Wahl und bewirke etwas damit. Bevor wir weitermachen, wählen wir erstmal. Danke. Vertrau mir, davon haben wir alle was. Okay, dann kriegt ihr halt mal... Adäquate Kompensation für eine adäquate Entscheidung. Dann kriegt ihr halt unsere Stimme. So, wir hatten auch gerade einen Firmenaufstieg. Stufe 52. Nice. So. Zurück in die Bucht. So. Dann haben wir jetzt eine Siliziummine gebaut und können dementsprechend Mikrochips herstellen. Allerdings weiß ich nicht mehr, wie groß die Gebäude waren. Ja, ich sehe schon, wir haben jetzt Probleme mit unseren Speditionen, aber wir haben Silizium. Sag nicht, du kneifst. Ich kneife nie. So, das kostet mich scheinbar 5 Silizium, wenn ich das richtig sehe. Ja, okay, wir haben jetzt auf jeden Fall erstmal 20 Chips. Warentransport verzögert sich. Dann brauchen Transporterknappheit. Dann brauchen wir hier eine Transportergeschichte nochmal. Die setzen wir hier eins versetzt hin. Okay, jetzt ist die Frage, gönne ich uns gleich noch eine Siliziummine? Oder sitzen wir das jetzt erstmal aus und schauen mal, wie weit wir damit kommen. Ich denke, das ist jetzt fast die klügere Entscheidung. Also ziehen wir uns erstmal hier eine Straße hinter. So. Da können wir dann jetzt hier so eine Flachsfaser-Geschichte hinsetzen. Oh ja, genau, die hatten ja relativ kleine Module. Stimmt. Okay, jetzt haben wir 13 Flachsfasern. Die werden auf keinen Fall reichen. Bauen wir gleich noch eine hin. Dann können wir ein Modul hier, eins hierher. Ja. Jetzt haben wir 26 Flachsfasern. Ich denke, das sollte jetzt erstmal reichen. So, Intelliware. Da sieht man es. Mikrochips braucht es nur 2 und Flachsfasern 4. Die tun wir hier. Und schauen uns unsere Ressourcen an. Da können wir auf jeden Fall noch weitermachen. Läuft. Ah, die Intelliware ist nach wie vor, sind wir da noch nicht komplett im grünen Bereich. So, das heißt, wir brauchen das Gebäude hier nochmal. Und hauen dem die Module dazu. Wahrscheinlich zerreißen mir gerade die anderen Rohstoffe. Ja, Flachsfasern sind jetzt am Ende. So. Okay, das heißt, wir brauchen nochmal eine Geschichte für die Flachsfasern. Wisst ihr was? Das machen wir jetzt hier auch zum... Das erweitern wir jetzt auch. Und bauen noch eine Mine. Hilft nichts. Brauchen wir. Haben wir irgendwo einen Minenbauplatz, der momentan klüger zu erschließen wäre? Ja, hier haben wir noch einen. Perfekt. Nehmen wir gleich mit. Siliziummine. Klatsch. Straße. Und Module. So, das heißt, eigentlich sollten wir jetzt hier überall... Na genau, Flachsfasern haben noch gefehlt. Dann bauen wir gleich noch ein Gebäude für Flachsfasern. Aber dann sollten wir eigentlich uns im grünen Bereich bewegen. So, ich versuche jetzt hier den Platz so gut wie möglich auszunutzen. Okay. Was sagen die? Ja, plus. Neuroimplantate, glaube ich, haben wir noch ein Problem. Ja, da haben wir minus 3.
aber bei den Stuff aus den gemäßigten Zonen sind wir eigentlich schon ganz gut unterwegs. Ich habe letztens einen Bonus erhalten, also geht's mir gut. Er hat einen Bonus erhalten, Leute, also geht es ihm gut. Jetzt wisst ihr Bescheid. Bonus ist gleich gut. So, Essen, Trinken und Co. haben wir auch noch genug. Das heißt, dass wir eigentlich jetzt nur noch aus der Arktisregion ein paar Neuroimplantate beziehen müssen und aus der Mondregion ein paar bionische Erweiterungen. Ich denke, das sollten wir jetzt noch schnell hinkriegen. So, Routenübersicht. Nein. Routenübersicht. Der kriegt aus den Akia-Schollen Neuroimplantate. Dann schauen wir mal ganz kurz in die Akia-Schollen rein. Unternehmen sollten nie die Aufträge ausgehen. Ich könnte dir helfen, welche zu bekommen. Sehr nett von ihm, dass er da uns helfen will. Wenn wir jetzt schon in den Akia-Schollen sind, können wir auch kurz gucken, was für die Sektormission als nächstes notwendig ist. Vielleicht ist es wieder so eine Wartegeschichte. Unser Vertrauen in Sie hat sich als gerechtfertigt erwiesen. Klar. Was für eine glückliche Fügung. Ich brauche eine zuverlässige Person für einen Auftrag und treffe Sie. Ja, könnten wir jetzt machen, aber jetzt schauen wir uns erstmal die Neuroimplantate an. 6 Stück hätten wir hier sogar noch im Plus. Ich glaube, für die Neuroimplantate hatten wir nur Molybden gebraucht, wenn ich mich nicht täusche. Neuroimplantate, yep, Molybden. So. Und weil das so lustig ist, stellen wir jetzt ein paar davon her. Schön die Molybden im Auge halten. Zack, zack, zack. Haben wir echt zu wenig Arbeiter. Ernsthaft? Really? Und zu wenig Strom. Strom ist kein Problem. Das war verkehrt. Wisst ihr was? Scheiß drauf, da hauen wir jetzt ein Modul hin. Arbeiterwartung und Stromwartung brauchen wir. Arbeitskraftwartung. Haben wir noch eins hin. Und Strom. Ah, okay. Dann passt auf einmal auf die Energie wieder. So, jetzt haben wir hier aber auf jeden Fall genug Neuroimplantate. Und ich würde auch sagen, die 20 karren wir auch gleich von hier nach hier. 20 Stück. Und weg damit. Verarbeite Informationen. Theoretisch sollten jetzt unser Karspiel hier soweit zufrieden sein, außer dass ihnen noch bionische Erweiterungen fehlen. So, bionische Erweiterung, klar, kriegen wir nur auf dem Mond her. Meine Leute können jeden Credit und jede Kiste mit Waren gebrauchen. Kommen Sie zu meinem Camp, wenn Sie etwas entbehren können. Ja, hier müssten wir jetzt diese 5 Gesundheitszentren bauen, worauf ich jetzt gerade nicht so den Bock habe. Das werden wir irgendwann mal anders machen. So, aber wir brauchen bionische Erweiterungen. Davon haben wir hier leider nur 2 auf Lager und ich habe gerade keinen Plan, was die brauchen. Seltene Erden. Wie schaut es mit seltenen Erden aus? Ja, seltene Erden haben wir eigentlich. Wie schaut denn das Gebäude für die bionischen Erweiterungen aus? Da schaut so aus. Das heißt, das sind die hier hinten. Ich denke, die sind schon alle zum Maximum. Warnung. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten, yep, Verbrauchsgütern. Die sind alle zum Maximum gepimpt. Gut, dann bauen wir ein neues Gebäude hin. Seltene Erden sollten jetzt nicht das Problem sein, wie man sieht. Ja, ich könnte jetzt hier nach hinten weitergehen, aber dann brauche ich ein Kraftfeld nochmal. So, jetzt haben wir 9. Ich muss sagen, ich glaube, das wird uns nicht reichen. Ich würde gerne so an die 20 hinkommen, dass man da ganz gemütlich die Teile rüberkarren kann, ohne Angst zu haben, dass das hier gleich im Chaos endet. Okay, jetzt muss ich doch tatsächlich nochmal so einen Schildgenerator hier hinklatschen. Da hatte ich jetzt eigentlich nicht so den Nerv drauf.
So. Aber gut. Sei es wie es ist. So, jetzt haben wir 16. 16. Ich würde die 20, wie gesagt, gerne voll kriegen. Und das sollten wir eigentlich hinkriegen. So, einmal drehen. Und hier und hier. Und hier. Ja, jetzt haben wir 23 Stück. Hier sind wir, kümmert sich dann um das Problem. Drei bleiben zurück, wenn ich 20 rüberliefer, das ist okay. Ich meine, hier sieht man jetzt unsere Bilanz wird jetzt gerade tatsächlich gut gedisst, aber macht ja nichts. Wir können jetzt dann hier gleich den großen Aufstieg anfangen und somit wird das dann auf jeden Fall laufen. So, wir nehmen uns nur 20 mit, damit wir in der günstigeren Transferroute bleiben. Und jetzt, meine Freunde, solltet ihr zufrieden sein. Wehe, ihr seid nicht zufrieden. Sie haben die offizielle Erlaubnis der Global Union, an bestimmten Stellen Brücken zu bauen. Zu nett, haben wir schon erledigt. Ich weiß nicht, gibt es noch irgendwo eine Brücke, die wir übersehen haben? Ist hier noch eine Brücke? Nö. Also alle Brücken schon gebaut. Ich sehe keine anderen Brücken mehr. Die erzählt uns Sachen, die uns eigentlich gar nicht interessieren. Wir haben auf jeden Fall alles schon in Beschlag genommen. So, aber... Ihr Kaspel seid jetzt zufrieden. Die Firma ist wie eine große Familie und ich bin ein Abt. Und jetzt werdet ihr gepimpt, Leute. So schaut's aus. Wahrscheinlich zerreißt es mir jetzt gleich wieder irgendwelche... wie eine große Familie. Irgendwelche Rohstoffe wird's mir jetzt gleich... Ich mag Kunden, die wissen, zerreißen. Was sie wollen. Aber macht ja nichts. So. Es ist gut, dass man diese Superlegierungen da irgendwo kaufen kann. Das ist echt super, weil... Ja. Ich müsste den Rotz sonst echt hierher karren und... Die Firmenaktien steigen. Und wie ihr seht, Geld ist jetzt... Ich bin sicher... Nicht das Problem. Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Ja, das war jetzt klar, dass den Leuten hier nicht alles passen wird. Sehr angenehm. Warnung. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Aber macht ja nichts. Ein paar Investoren kriegen wir jetzt auf jeden Fall hier hin. Und ich glaube, das war's. So, die hier hinten hätten gerne noch ein paar Cops. Geben wir ihnen, wenn sie unbedingt ein bisschen mehr Sicherheit haben wollen, sollen sie haben. Wie schaut's hier unten aus? Eigentlich alles ganz safe, würde ich sagen. Okay, wie viele haben wir jetzt? Wir haben jetzt hier fast 20.000 Investoren. Das ging jetzt relativ rapide, würde ich sagen. Und die sind jetzt natürlich momentan noch ziemlich unzufrieden. Ich bin sicher, dass... Wir haben hier jetzt gerade gleich zwei Firmen Erfolgsebene erreicht. Stufen geschafft. Jetzt sind wir schon 10 Stufen vor dem... Nächsten, also ich muss sagen, das läuft auf jeden Fall. So, die 50.000 sind jetzt hier auch nicht so weit entfernt. Das werden wir mit Sicherheit in einem der nächsten Parts auf jeden Fall hinkriegen. Und wir schauen jetzt mal ganz kurz, was wollten die denn? Replikatoren, glaube ich. Quantencomputer brauche ich auf jeden Fall in der Arktis, das ist klar. Schwerkraftkompensatoren war, glaube ich, Mond, aber Replikatoren und Androiden, glaube ich, kann ich hier herstellen. Androiden. Replikatoren. Das geht auf jeden Fall hier, Leute. Und ich würde sagen, das werden wir dann auch machen, weil dann sind die zufrieden. Weil jetzt momentan sind ja das nur... Das Vergnügen ist ganz meinerseits. Ist nur die Hälfte bewohnt. 45%. Und da steigt auf jeden Fall massiver an, wenn wir ihnen... ihre Wünsche erfüllen. So, wir haben jetzt auch schon wieder das Kontolimit auf 5,5 Millionen sogar erhöhen können. Das ist schon ziemlich nice, würde ich sagen. Und jetzt schauen wir uns mal ganz kurz um. Ich brauche auf jeden Fall so eine Diamantenmine für diese Multispec-Prismen. Und seltene Erden. Fuck. Seltene Erden kriegen wir natürlich nur vom Mond. Das ist klar.
Aber ich glaube, die seltenen Erden, die waren... Also A, glaube ich, dass wir von diesem Multispec-Prismen da 6 Stück kriegt man als Output. Und das ist eigentlich gar nicht so wenig. Ich denke, damit könnten wir uns auf jeden Fall im nächsten Part beschäftigen. Ja, im nächsten Part werden wir uns auf jeden Fall um die Replikatoren und um die Androiden kümmern. Das ist easy zu handeln. Ja, das hört sich nach einem Plan an, Freunde. Aber ich würde sagen, für heute reicht das wieder. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Bewertet doch das Video, schreibt fleißig Kommentare und wenn ihr schon dabei seid, abonniert meinen Kanal. Würde mich megamäßig freuen. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao.